faschistischen Terror. Jede der hier mitgeführten Figuren symbolisiert einen der damals Getöteten. Die in einem Papierkorb versteckte Bombe zerfetzte 8 Bürger der Stadt und verletzte 103. Unter den Toten waren Livia Milani, eine junge Lehrerin, sowie das Ehepaar Trebeski, ebenfalls Lehrer. Dario Fo und seine Frau Franca Rame veranstalten zusammen mit den Familienangehörigen der Attentatsopfer eine ungewöhnliche Demonstration. Mit ihr wollen sie den italienischen Staat zwingen, endlich alles offenzulegen, was es an Erkenntnissen über die Bombenanschläge gibt. Im Dezember 1999 startet in Brescia ein Sonderzug. Als wir heute Morgen auf der Piazza della Loggia noch einmal den Tonmitschnitt vom Attentat hörten, standen neben mir Leute, die damals alles direkt miterlebt hatten. Das hat bei ihnen heute noch ein unglaublich starkes Gefühl von Wut und Trauer ausgelöst. Ich weiß einiges von diesen Attentaten, aber nicht, weil man uns das in der Schule gelehrt hat. Darüber spricht man dort absolut nicht. Vielleicht in Andeutungen, aber nie konkret. Mir haben meine Eltern einiges erzählt von Faschismus und Rassismus. Davon wissen viele in meinem Alter, auch die Älteren, überhaupt nichts. Diese Bombe sollte uns allen klar machen, dass nun die nackte Gewalt über uns alle wieder obsiegt. Sie machte mir auch klar, dass die Ziele und Motive der Bombenleger so stark gewesen sind, dass sie dafür bereit waren, Menschenleben zu vernichten. Alle Italiener wissen, wer es gewesen ist, aber es ist der italienische Staat, der es uns sagen muss. Dieser Zug fährt nach Rom, in die Hauptstadt Italiens. Wenn wir dort ankommen, sind wir nicht mehr nur Opfer dieser Attentate. Jetzt schon haben wir uns in Zeugen der Anklage verwandelt. In Zeugen, die längst verstanden haben, dass ihr Problem nicht ihr persönliches, sondern das aller Italiener ist. Dario Fo und seine Frau, die Schauspielerin Franca Rame, haben 30 Jahre nach dem ersten Attentat die Initiative ergriffen und die Demonstration per Sonderzug vorgeschlagen und finanziert. Ich sagte, wir müssen uns endlich zusammentun. Ich habe die Familienangehörigen der Opfer kontaktiert. Und das war etwas schwierig, denn jeder hatte seine Geschichte, seine Meinung. Schließlich waren wir uns darüber einig, eine große Veranstaltung um den 12. Dezember 1999 herumzumachen. Franca Rame und Dario Fo geht es um die wahren Hintergründe der blutigen Attentate, die zum Staatsgeheimnis erklärt worden sind. Es gibt einen starken Willen, geradezu eine Kräfteverschwendung, um diese Wahrheit für immer verschwinden zu lassen. Das wird die neue Schlacht werden, zwischen denen, die Schlamm und Sand aufwerfen, und denen, die sie wieder ausgraben wollen.
Der Philosoph Gramsci hat einmal gesagt, ein Volk, das seine eigene Vergangenheit nicht kennt, wird niemals eine Zukunft haben. Das ist die schreckliche Gefahr. Am 12. Dezember 1999 erreicht der Sonderzug Mailand. 30 Jahre zuvor, im sogenannten heißen Herbst des Jahres 1969, entlud sich hier wie in anderen norditalienischen Industriezentren die Wut der zugewanderten süditalienischen Arbeitskräfte über ihre Diskriminierung und die Arbeitsbedingungen in den Betrieben. Ihnen schlossen sich Studenten und Bürger an. Gemeinsam protestierten sie gegen das verkrustete Machtsystem der Christdemokraten, die seit 1948 ununterbrochen regierten. Ich glaube, das Wichtigste war damals, dass die Arbeiterbewegung sich ihrer neuen Bedeutung bewusst geworden ist. Vor allem, weil die aufgewacht sind, die man wie Sklaven aus Süditalien in den Norden gekarrt hat und die dabei vielleicht von Wohlstand träumten. An einem bestimmten Punkt wurde ihnen klar, dass sie einer Machtmaschine ausgeliefert waren, von der sie nichts mehr zu erwarten hatten und dass es keinen Sinn mehr machte, überhaupt noch zu warten. Das Aufwachen der zugewanderten Arbeiter ist bewirkt, dass auch die Schüler und Studenten Selbstbewusstsein entwickeln. Che ha mosso anche la presa di coscienza degli studenti. Unsere Theatergruppe ist auf dieser außerordentlichen Woge entstanden. Wir haben das offizielle Theater verlassen und eine kulturelle Massenbewegung aus Arbeitern und Studenten mit aufgebaut, bevor die Studentenbewegung in Frankreich entstanden ist. Als das alles zur Explosion kam, schwammen wir schon wie Fische im Wasser dieser großen Woge. Nel mare di questa azione. Der Komiker und Theaterautor Dario Fo und die Schauspielerin Franca Rame waren Mitte der 60er Jahre Unterhaltungsstars des italienischen Staatsfernsehens Rai. Eine satirische Bemerkung über den Papst und den Vatikan beendete abrupt ihre Fernsehkarriere. Parlamentarischen Opposition. Die bekämpfte zuerst reaktionäre Gruppen in Schulen und Universitäten. Die Revolte der Arbeiter und Studenten provozierte im konservativen Lager den Ruf nach dem starken Mann, nach einem autoritären System, das notfalls mit Gewalt die alte Ordnung wiederherstellen sollte. Der Historiker Aldo Giannulli hat nachgewiesen, dass in dieser Situation konservative und rechtsextreme Kräfte in Italien eine Lösung der Staatskrise wie in Griechenland anstrebten. 1967 hatten griechische Militärs mit Billigung der USA die demokratisch gewählte Regierung gestürzt und eine Diktatur errichtet. Tausende griechischer Bürger wurden in Konzentrationslager verschleppt, gefoltert und umgebracht. Diese Verletzung der Menschenrechte veranlasste die skandinavischen Länder, den Ausschluss Griechenlands sowohl aus dem Europarat als auch aus der NATO zu fordern. Die Rolle Italiens war von großer Bedeutung, denn es führte durch seinen Außenminister die Gegner der griechischen Militärdiktatoren innerhalb der NATO an. Das Europa, das wir uns wünschen, muss und wird ein Europa der Demokratie, der Freiheit und der Gleichheit sein. Am 12. Dezember 1969 zieht Griechenland, unter Druck gesetzt, seinen Antrag auf Mitgliedschaft im Europarat zurück. Es bleibt aber das Problem, dass Griechenland immer noch NATO-Mitglied ist. Am gleichen Tag explodieren in Italien 4 Bomben. Eine in Mailand tötet 16 Menschen und verletzt 84. Die Regierung hätte nun den Notstand ausrufen und ein Militärregime wie in Griechenland installieren sollen. Das war, wie man heute weiß, der Plan der wirklichen Attentäter. Aber der amtierende christdemokratische Ministerpräsident zögert und verspricht Unhaltbares.